Jo, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Wieder im Ladebildschirm. Ja, das wird, glaube ich, ein Trend hier. Aber ja, ich tue eigentlich immer die Aufnahme schon starten. Dann reise ich und die scheinen wirklich so lange zu dauern. Aber ist auch nicht schlimm. Hat's was bewegt, egal. Ich habe gerade mit Away genommen. Ach, das ist da unten. Okay, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also da, wo wir mal Gegner gesehen haben. Wie können Zombies so lange überleben oder Ghule? Ich weiß, sie sind untot, aber was bedeutet das eigentlich dann genau? Wir haben trotzdem noch Magen und so und die tun ja ganz offensichtlich noch fressen. Also wie können die so lange überleben ohne Essen und so? Keine Ahnung. So, hier rein müssen wir. Ja. Dann machen wir das. Ist ja die letzte Aufnahme für heute auch sein. Ups. Okay, warte mal. Übrigens, ich kann die Waffe nicht wegpacken. Die hier. Weil, angeblich eine Questwaffe ist. Ja, ganz offensichtlich eine Questwaffe ist, aber ich kann sie nicht wegschenken. Das heißt, die Quest sollten wir so schnell wie möglich erledigen, weil das Ding tut zwar nur 3,5 wiegen, aber trotzdem schon ein bisschen dämelig. Die ganze Zeit so ein Schwert mit sich rumzuschleppen, das man nicht benutzen kann. Indicated, irgendwann mit ED. Catered, nein, nichts mit ED. Indie. Ja. Ja, und. Ja, zack. Wasteland, auch oh Mann. Snake-like, oh Gott. Gentleman, oh Gott. Wegschleichen ist doch eigentlich. Intrusion. Bin drin. Turning, ausgezeichnet. Was? Das Brandschaden abziehen, jawohl. Ja, ist offensichtlich, ne? Oh, der habe ich von einer Chish Kebab. Sehr gut, voller Fallout 3 Throwback. Ich muss dann auch wieder aufpassen. Ich darf nicht in irgendwelchen Räumen reingehen, wo Gas strömt, weil wenn man das Ding lang gezogen hat, wird man ja explodiert, man. Das geht. Au, was? Wie kannst du es wagen? Okay, solange ich das Ding dann nur habe, werde ich es auch benutzen, ist klar, ne? Ich mir denke, ich kann das irgendwann selber herstellen, also nicht herstellen, aber benutzen. Was zum. Boah, der macht mal nicht viel Schaden, aber hält viel aus. Oh mein Gott, der hat. Oh mein Gott, by the way. Hilfe. Boah. Die alle her auf einmal. Alter. Wo kommen die auf einmal alle her? Oh, perfekt. Was ist das? Ich stehe voll auf Feuer, ne? Nicht heraus. Also er war schuld. Er kommt raus.
irgendwie seiner Schuld, wenn er nicht da rauskommt, ne? Mich doch nicht davon ab, euch hier alle Schutt und Asche zu legen. Warte mal. Was musst du deinen Kollegen rüberpassen? Sind alle schon dran. War eine Schrotpatrone? Ja, ne? Hätte ich etwas anderes gesehen. Ich brauche XP. Für Level 39. Da kommt schon der nächste. Was? Ich bin schon angeschlagen. Kommst du eher? Au! Oh, da bist du wieder. Mein Gott, Ghule sind voll schwach in dem Spiel. Das ist auch voll lächerlich. Das ist jetzt mein Hut. Schön. Ich hoffe, man kann Nuka Cola Quantums für irgendwas noch benutzen. Also irgendwo abgeben oder so. Und geil. Weil ich bin die so am Horten gerade. Für irgendeine Quest in Fallout 3 musste man zum Beispiel 30 Stück irgendwie abgeben. An einer Person. Ich glaube, da hat man irgendwie ein Rezept bekommen. Für eine Nuka Granate, genau, die gab es ja auch noch. Muss eine Nuka Cola eine Granate machen. Oder? War dann Nuka Colas? Ich glaube ja. Aber das war Nuka Cola. Die haben immer so eine geile Explosion gemacht. Ist aber leider nicht mehr eher, ne? Schade. Oh mein Gott, ich habe die Seife fallen lassen. Dicken, heb auf. Ah. Wo kam das noch auf einmal her? Das okay, Laborstation, warte mal. Wir sind zusammen unterwegs gewesen und haben einiges erlebt. Jetzt sollst du das große Geheimnis erfahren. Jeder denkt, Desdemona wäre der große Boss. What? Sie vergibt Einsätze, hält ihre Motivationsreden. Aber das ist nur Theater. Sie tut, was ich ihr sage, weil die Railroad meine Show ist. Und zwar seitdem ich sie gegründet habe. Du? Du hast die Railroad gegründet? Klar. Ich, Johnny D. und Watts. Scheiße, das ist mehr als 60, 70 Jahre her. Irgendwann zählt man nicht mehr mit. Ich erzähle jedem, dass ich mich operieren lasse, um anonym zu bleiben. In Wahrheit steckt viel Arbeit hinter dieser hübschen Visage. Hinter welcher? Du hast so viel. Wir haben in den Anfangstagen viel erreicht. Wir haben viel Gutes getan. Viele Sins gerettet. Aber wir sind mehr als das. Wir sind die letzte und einzige Verteidigungslinie zwischen dem Institut und dem Commonwealth. Oder vielleicht sogar der Welt. Ja, schon klar, dass es nicht überall auf der Welt. Hat es Vorteile, dem großen Boss nahe zu sein? Klar. Jetzt muss ich mich ja nicht mehr verstecken. Tüftelturm rüstet dich aus. Aber am besten ist es, hinter den Vorhang zu blicken. Die Leute glauben, bei uns geht es nur um die Sünds. Aber es läuft noch mehr. Wir errichten ein besseres, schöneres Commonwealth. Die Railroad ist die beste, edelste Organisation aller Zeiten. Wir sind... Ich halte den Schwachsinn nicht mehr aus. Mit dir zu reisen ist nie langweilig. Schön, dass es dir gefällt. Aber es gab eine Pointe. Eine Lektion, wenn man so will. Es gibt noch andere Organisationen. Und irgendwann werden sie dich bestimmt auch mit ihrem Schwachsinn füttern. Ignoriere das und schau dir an, was sie tun. Was sie von dir verlangen. Welche Welt du für sie errichten sollst und wie sie dafür bezahlen.
Danke für den Ratschlag. Keine Ahnung, ob das deine guten alten Vorkriegswerte sind oder du nur die Genlotterie gewonnen hast, aber jeder, der dich im Team hat, hat einen Vorteil. Letztendlich musst du eine Entscheidung treffen. Und zwar die richtige. Okay. Kommt ein bisschen später, ich mich schon ein paar Leuten angeschossen habe. Aha. Da ist noch einer. Hey. Oh Gott. Du bist ein Sternchen. Wurf. Ich kann doch mal abwehren, der wäre vielleicht auch eine Idee. Machst du jetzt? Machst du einen Dropkick? Man einfach nur verstrahlt wird, wenn man in deren Nähe ist, ne? Ja, ich habe jetzt schon so viele gute Kampfgewehre, ne? Ja, mein Plasmalisches, was hat das für einen Effekt? Weiß ich gar nicht. So. Oh nein. War ich hier schon? Ja. Ich kann gleich schon wieder einen Red dabei genommen nehmen. Ja, von 20 Minuten ist das, glaube ich, der dritte, den ich schon genommen habe. Vor Aufnahme habe ich auch noch eins genommen. Fechtskopf. Das ist immer noch. Oh, Entschuldigung. Komm. Kann mal passieren. Entschuldigung, ich vergebe dir. Dicken. Da will ich rein. Lass mich da rein. Meister, geh weg. Devastation. Inspectable. Geht einfach so schneller, ich weiß. Radioactive Programming. Information. Brotherhood. Ja, natürlich Brotherhood. Brotherhood of Steel. Als ob die alte Welt uns den Stinkefinger zeigt. Habe ich das nur wegen Spitamin gemacht? Genau, meine ich, wenn hier geskriptete Sachen drin wären, dann wäre ja auf jeden Fall Anständiges drin. Wahrscheinlich. Boah, Dieken. Wo jetzt so platzierte Sachen, also wert. Hat keinen Unterschied gemacht. So, hier ist irgendwo noch ein Gegner. Da ist noch eine Truhe, sehe ich gerade. Nein, nicht die Schere. Da, irgendwo ist hier noch ein Gegner, wo ist er? Ist über mir. Was ist hier noch? Gar nichts, was zum. Anderen Seite. Ja, schon irgendwo.
ist der letzte Gegner? Wir sind schon wieder hier. Wo ist der Gegner? Irgendwo hier, da. Da ist nur ein Arm. Was ist mit dir passiert? Meine Güte. Alle Skyrim-Kämpfe auf den höchsten Schwierigkeitsgrad zusammengefasst. Genau das war das gerade. So würde jeder Skyrim-Kampf auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, ich glaube Meister heißt das, ablaufen. Hier ist der Sprengkopf. Keine Probleme mit dem Sprengkopf, ja? Ich bin am Leben, oder? Nimm Mut zusammen, dann schaffst du es. So. Du musst Folgendes tun. Geh runter zum Reaktor. Du soll immer noch was machen, ey. Also wenn du was machst, du bist gegen Strahlung immun. Dämpferspule einführen. Vorsichtig. Schaust hin. Dann Gesundheit. Sprengkopf in Reaktor stecken. Dabei beobachte ich Energieniveau vom Kontrollraum aus. Nicht Sprengkopf zuerst reinstecken. Weil's doch, Suang. Und du und wir beide. Okay, ich tue mal meinen Professoren Dingen anziehen. Wegen vielleicht oder vielleicht auch nicht höheren Erfahrungsausput. Okay, erstmal Dämpfungsspule, hat er gesagt, ne? Bitte, wenn ich eine andere jetzt gemacht hätte. Okay. Sau. War nicht sicher, Sau. Dass meine schöne Yangtze hält. Aber wir haben's geschafft. Du bist Kapitalist. Ich weiß, du erwartest Bezahlung für Hilfe. Aber ich biete dir meine Hilfe als Dank. So okay, cool. Nimm, Transponder. Senden Zielsignal für Raketen von meiner Yangtze. Nur klein. Taktische Raketen. Aber du solltest dann trotzdem weit weg sein. Wirf Transponder wie Granate zum Aktivieren. Warte dann auf Bauta. Kaboom. Ich wünsche dir eine gute Reise. Vielen Dank. Ich freue mich. Also ich werfe eine Granate und dann kommen irgendwie Raketen von irgendwo geflogen. Geh an Land. Leb wohl, Amerikaner. Ich muss zugeben, ich habe schlimmere Kapitalisten getroffen. Okay, Schaden 1. Da gibt es Monster und Level Up. Ausgezeichnet. Wir sind jetzt Level 39. Und haben eine Menge Strahlung. Jetzt haben wir 2 Level Ups, weil ich den letzten ja nicht ausgegeben habe. Und jetzt holen wir uns mal ein paar geile Sachen. Ich könnte mir das auch noch holen. Wissenschaft, das kann ich mir nicht holen. Okay, verdammt. Dann, wo sind hier? Rüstmeister, du hast Zugang zu Rang 4 Mods für Rüstungen. Und Klartext, ich kann mir fast jede Rüstung jetzt voll hochballern. Und waffenfähig, du hast Zugang zu Rang 4 Mods für Waffen. Das heißt, ich kann jetzt fast jede Waffe. So, Schmied, Rüstmeister und Waffenfähigen. Jetzt, wenn ich noch Wissenschaft hoch habe, was ich bei einigen Energiewaffen brauche, dann... Ich habe noch keinen Punkt mehr. Okay, hier wird wahrscheinlich als nächstes ein Punkt reingeballert. Okay. Dann haben wir voll, dann haben wir voll. Bald haben wir schon alle meine Wunschsachen voll. Ja, Wissenschaft kommt auf Level 41. Das nächste Mal kann ich das hier machen. Als Werkstatt, Siedlungen, Läden und Abendstation bauen. Und dann, ja. Oder mysteriöser Fremder, wäre auch gut. Wenn ich mal gucken. Mir schon mal einfallen. So, das muss ich zugeben, jetzt bin ich doch ein bisschen neugierig. Dieses Granatenteil, diesen Transponder meine ich.
Wir könnten ja versuchen, das Schwert abzugeben. Wird jetzt nicht die ganze Zeit in meinen Inventar versauert. Machen wir das mal. Hoffentlich habe ich den Ort schon. Okay, wo? Aus dem Feuer. Wo ist das? Hier. Da in der Nähe? Okay. Intelligenz beschreibt deine geistige Fähigkeit. Der Wert bestimmt, wie viele Erfahrungspunkte du erhältst. Ich tue einfach meine Intelligenz-Sachen immer ausrüsten, wenn ich Erfahrungspunkte krieg. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur allgemein ein Erfahrungspunkt. Ich tue auch immer, wenn ich irgendwie an den Werkbänken oder sowas baue, die Klamotten anziehen. Das sind zwar wahrscheinlich immer nur ein, zwei Erfahrungspunkte, die ich mehr bekomme, aber die Stapelung halt, ne? Das ist es ja immer. Irgendwann werden ja auch keine Quests mehr übrig sein. Irgendwann sind bestimmt alle Sachen erledigt. Hä? Besorgt Abrams Finchs Schwert. Saughaus, Saugus Ironworks, was? Ich doch. Das Ding. Zeigt das Ding auf mich? Ich glaube ja, okay, das Ding zeigt auf mich. Ja, dann nehmen wir halt mein Schwert wieder weg. Hey, warum muss ich nochmal dahin? Keine Ahnung, ich gehe jetzt erstmal ganz schnell dahin. Und guck mal. Oh Mann, right away nehmen. Oder die Hälfte ab hier noch übrig. Gut, Hauptsache, hoffentlich muss ich einfach nur ein Schwert abgeben und gut ist. Wenn ich noch eine Quest irgendwie reingezogen oder ein fünfstündiges Gespräch verwickelt. Da. Und keine Schießereien, wenn es geht. Na dann mal los. Lass zum. Junge, ich hab dir gesagt, Abraham, was ist los? Mal blicken lässt. Mein Junge wieder zu Hause. Was? Jake ist wieder da? Gott sei Dank. Papa, bitte, ich weiß, What? Dass ich missgebaut habe. Ich dachte, wenn ich bei ihm bin, könnte ich sie davon abhalten, uns zu überfallen. Ich wollte. Ich will niemanden verletzen. Mir egal, was du dachtest. Ich hab gesagt... Abraham Francis Finch, das reicht jetzt. Mama ist... Halt den Mund, Jake. Hä? Wenn ich noch ein Wort von euch höre, schält ihr das ganze nächste Jahr Kartoffeln. Seit Jahren streitet ihr euch und ich dachte, ihr könntet eure Probleme vielleicht selbst lösen. Abraham, dein Sohn ist ein erwachsener Mann. Und wenn er sich auch so verhalten soll, behandle ihn nicht mehr wie ein Kind. Jake, dein Vater und ich waren da draußen und wissen, dass es gefährlich ist. Wir möchten nur, dass du bereit bist. So, das war's. Und wenn ich jetzt noch ein Wort von irgendwem höre, dann... Sie hat recht. Sie hat recht. Danke nochmal, dass du mich hier rausgeholt hast. Mr. Finch. Sie hat recht. Ich war ein Dummkopf. Ich kann dir gar nicht genug danken. Hier. Das ist für deine Hilfe. Ich finde, du solltest das Schwert behalten. Opa würde sich freuen, wenn er wüsste, dass damit Menschen geholfen wird. Geil. Jetzt muss ich mit denen auch noch reden. Okay. Wo ist denn er überhaupt? Okay, machen wir jetzt einfach. What? Okay, keine Ahnung.
Gut, der Saufkumpan ist bei mir angekommen anscheinend. Teilen sich die Lebensmittel, Wasser und zum Bauen benötigte Ressourcen. Aber wie macht man das? Teilen sie sich Lebensmittel, Wasser und zum Bauen benötigte Ressourcen. Ja, wie macht man denn das? Das steht einfach nur Kontinentsversorgungsrouten einrichten. Aber wie macht man das? Muss ich mal aufs Screen nachgucken. So. Ich gebe wieder eine Mission, aber weh, du gibst mir direkt schon wieder was. Die Burg hat anscheinend versucht, dich über Funk zu erreichen. Boah. Wohl irgendeine Art Vorfall. Das solltest du dir besser mal ansehen. Also ich komme zu ihnen hin, ne, und direkt wieder, boah. Hey. Ich habe gehört, dass eine weitere Siedlung in Schwierigkeiten steckt. Boah, willst du mich verarschen? Die auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Da war ich doch schon. Oder? Unterstützen. Eine weitere Siedlung hat uns um Hilfe gebeten. Willst du mich verarschen? Ich will meine Mission abgeben. Dass die Minutemen ihnen wirklich helfen können. Gute Neuigkeiten. Die Finch Farm hat sich uns angeschlossen. Okay, gut. Was wollte ich hören? Es hat sich noch was ergeben. Du weißt ja, wie das geht mir auf den Nerven. Ich habe eben schlechte Neuigkeiten bekommen. Supermutanten haben eine Siedlung überfallen. Vielleicht kannst du rausfinden, wo die Dreckskerle herkommen und der Sache ein Ende bereiten. Kann ich was für dich tun? Ah. Komm mit mir. Ich brauche deine Hilfe. Gerne. Ja, anschließen. Ich glaube, die Leute hier kommen dann. Oh Mann, ein waschechter Minuteman. Und ich habe mein Autogrammheftchen nicht dabei. Deacon. Wenn du irgendwann mal für eine Sache kämpfen willst, die für mehr als eine Handvoll Leute Bedeutung hat, melde dich bei mir. So, aber immer mehr Leute. Irgendwann ist das voll, ich sag das schon. Dieses ganze Partnerding ist vielleicht doch nicht überbewertet. Hey. Was brauchst du? Hi. Brauchst du was, General? Ich glaube, es ist am besten, wenn wir uns... Geh erstmal da, ich will erstmal rein. Du mich findest, falls du mich brauchst. So, haben wir erstmal alles sortiert. Okay. Boah, dieser Typ, ne? Geht mir jetzt auf den Nerv, weil der mir andauernd irgendeinen Scheiß gibt. Okay, das haben wir noch nicht. Das haben wir auch noch nicht. Das haben wir aber schon. Okay. Weiß nicht, was wir in der nächsten Folge machen. Ich werde das jetzt erstmal, bis ich als nächstes was aufnehme. Ich habe noch ein paar hier so auf Lager, also kann noch ein bisschen dauern. Jedenfalls werde ich jetzt erstmal meine Waffen so hoch wie möglich aufballern, falls das geht. Mit meinen neuen erworbenen Skills. Und wir sehen uns dann irgendwann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.